Ein Urteil, das mit Spannung erwartet wurde. Die Hartz-IV-Zahlungen in der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind verfassungswidrig. Der Gesetzgeber müsse die Regelsätze bis Ende 2010 neu berechnen, entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag. Das Existenzminimum sei nicht nachvollziehbar und transparent berechnet worden. Insbesondere für Kinder sei nicht der tatsächliche Bedarf ermittelt, sondern freihändig gesetzt worden. Die Höhe der Zahlungen griff das Verfassungsgericht nicht an. Aus dem Urteil ergibt sich nicht zwangsläufig, dass Hartz-IV-Bezieher auf mehr Geld hoffen können. Der monatliche Hartz-IV-Regelsatz für einen erwachsenen Haushaltsvorstand beträgt derzeit 359 Euro. Kinder erhalten davon je nach Alter 60-80%. In Deutschland sind mehr als 6,5 Millionen Menschen auf das Arbeitslosengeld II angewiesen. Gegen die Höhe der Kindersätze haben drei Familien geklagt, die Arbeitslosengeld II beziehen. Die Regelleistungen sowohl des Arbeitslosengeldes II für Erwachsene als auch des Sozialgeldes für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres genügen dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums nicht. Wir haben einen ungeheuerlichen Zeitdruck. Das ist auch in Ordnung so, dass das Gericht zeitlich sehr enge Grenzen gesetzt hat. Wir haben im Ministerium bereits eine Expertengruppe zusammengesetzt, die jetzt unter Hochdruck arbeiten wird. Das Nadelöhr ist die Datenlage. Das Gericht hat selber gesagt, dass die meisten Daten, die wir brauchen, erst im Herbst vorliegen werden, verlangt aber dann bereits am Ende des Jahres ein neues Gesetz. Die Grünen rechnen mit einer Erhöhung der Sätze. Ihre Schätzungen gehen davon aus, dass die Reform bis zu 10 Milliarden Euro kosten könnte, mit weitreichenden Folgen auch für andere Entscheidungen. Jetzt brauchen wir einen klaren Satz der Kanzlerin, und zwar vor dem 9. Mai. Wie wird berechnet, wer wird belastet, wer wird entlastet und welche Dinge wird es nicht geben? Angesichts der neuen Aufgabe von 10 Milliarden Euro und unserer horrenden Verschuldung muss die Antwort von Frau Merkel jetzt heißen, es wird keine Steuerentlastung für Besserverdiener geben.